Hey Leute, willkommen zu einem kleinen Infovideo in Bezug auf Call of Duty Ghosts. Und zwar sieht so aus, dass ich ja vor einiger Zeit schon ein Video gemacht habe, in dem ich gesagt habe, dass es neue Multiplayer-Informationen im August geben wird. Und jetzt ist eben ganz genau bekannt, wann im August. Und zwar wird am 14. August ein kleines Event stattfinden von Infinity Ward mit Xbox zusammen. Dort gibt es zwar nur geladene Gäste, das heißt, man braucht eine Einladung, wenn man dorthin kommen will. Allerdings müssen wir nicht traurig sein, denn es wird gleichzeitig einen Livestream geben und da kann man eben dieses komplette Event verfolgen. Stattfinden tut die ganze Sache um 19.30 Uhr auf callofduty.com. Das heißt, die Sendezeit diesmal ist wirklich richtig schön. Wir können da wirklich gut dabei sein. Ich werde auch mit dabei sein. Ich werde mir auf jeden Fall anschauen, welche Multiplayer-Informationen jetzt letztendlich schon rauskommen. Ich denke dann doch schon, dass es schön viel preisgeben werden. Letztendlich ist es ja auch so, dass man das Spiel ziemlich sicher auf der Gamescom dann spielen kann. Von daher ist es nicht so, dass die da jetzt noch lange ein Geheimnis draus machen müssen, wenn es dann eh so ist, dass wir das vom 21. bis zum 25. August spielen können. Mich würde jetzt mal interessieren, ob ihr euch diesen Livestream anschaut und was ihr euch irgendwie erhofft. Und diesmal will ich nicht irgendwelche Antworten haben von wegen bessere Lag Compensation und. Ich denke, solche Sachen sind eigentlich klar, sowas will jeder gefixt haben. Mich würde von euch eher interessieren, was für Map-Arten zum Beispiel nicht fehlen dürfen, welche Waffe nicht fehlen darf und solche Sachen würde mich wirklich interessieren. Schreibt mir das doch in die Kommentare. Falls ihr weiterhin auf den neuesten Stand sein wollt in Sachen Call of Duty Ghosts, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, außerdem würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und ja, das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.